Sawyer Select Filter S1. Was das Teil kann, schauen wir uns an. Hallo und willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Super, dass du dabei bist. Sawyer Select S1. Und dann gibt es ein S2 und ein S3. Und das ist die Innovation, unter Anführungszeichen Innovation von Sawyer. Die Filter kennst du schon. Ich habe den Sawyer schon seit Jahren im Einsatz. Es gibt ganz viele andere Leute, die auch glücklich sind. Ich habe hunderte Kunden, die ihn gekauft haben. Viele gute Rückmeldungen auch und super, wunderbar. Freude, Eierkuchen, alles ist schön. Aber diese Filter haben ein Problem. Grundsätzlich alle Filter haben ein Problem. Und das Problem liegt darin, dass sie halt nur irgendwo so eine Filterwirkung haben. Und was meine ich damit? Es gibt eine Begrenzung, eine physikalische Begrenzung bei Filtern. Ja, bei diesen Filtern hier, bei diesen Outdoor-Filtern. Weil, naja, der kann nur Stoffe oder Keime, die über 0,1 Mikrometer groß sind, rausfiltern. Alles, was kleiner ist, geht nicht durch. Bedeutet, du willst Wasser filtern und da schwimmen Bakterien drinnen herum, die 0,4 Mikrometer sind. Hurra, sie bleiben hängen. Bilden die aber Sporen, soll es ja auch immer wieder geben. Ich meine, Wasser jetzt nicht so, aber könnte ja sein. Und die bilden Sporen. Dann gehen die da durch, die Sporen. Oder Viren zum Beispiel. Kackviren. Die gehen da durch, die sind im Nanometerbereich. Also geht einfach nicht. Oder Chemikalien, Pestizide zum Beispiel. Ja? Geht einfach nicht, kann dieser Filter nicht. Und wenn du dir einen Katadynfilter kaufst, ist das genauso. Also wenn du zur Fraktion der Menschen gehörst, die glauben, einen Filter kaufen, egal jetzt von welcher Firma, qualitative, hochwertige Firma natürlich, und dann ist alles gut, dann muss ich sagen, tut mir leid, so einfach ist die Welt nicht. Und daher, andere Firmen haben das natürlich schon länger, aber Sawyer hat das jetzt neu mitentwickelt. Es gibt diese S1, S2, S3 Vorfilter, nennen sie das. Jo, wobei Filter, ich weiß gar nicht, ob das richtige Wort dafür ist. Wie funktioniert die Geschichte? Das kontaminierte Wasser wird hier eingefüllt und da ist auch wiederum wichtig, das Wasser soll so klar wie möglich sein, also nicht unbedingt die Drecksbrühe da reingeben, sondern es soll schon einmal vorgefiltert werden durch eine Textilie, so wie der Bear Grylls das sehr gerne macht, durch seinen Sockenfiltern oder durch einen Schal oder durch einen Kaffeefilter oder was weiß der Teufel was. So klar wie möglich soll das Wasser sein, ist aber natürlich noch immer verkeimt. Dann kommt das Wasser da rein, sozusagen wird oben zugeschraubt und dann beginnt die Massage. Die Wassermassage. Das Wasser, das da drinnen ist, wird durchgeknetet. Sawyer sagt 60 Sekunden lang, 10 Sekunden lang, wie auch immer, es wird geknetet. Ja, da. So, dann hast du es gemacht, du hast es massiert und dann das klassische Prinzip, das wir kennen, dass wir da das Wasser einfach drauf drücken und das fährt durch, so wie wir das bei Sawyer Mini und Sawyer grundsätzlich kennen. Ja. Warum? Das hier hat einen ganz, ganz speziellen Hintergrund. Das ist ein Aktivkohlegemisch und sie verraten uns nicht, was sonst noch drinnen ist. Es sind natürlich irgendwelche geheimen Zutaten dabei. Und die binden, nicht filtern, binden nun zum Beispiel, um den Kreis zu schließen, Pestizide und gewisse andere Chemikalien. Nicht alles, aber einiges. Das ist doch eine coole Sache, oder? Das ist eine coole Sache. Das bedeutet, dass du hast jetzt hier die Möglichkeit, mehr an den Gefahren, die im Wasser enthalten sind. Es gibt zwei Hauptkategorien, biologische und chemische Gefahren. Und ich kann damit jetzt in die Welt der chemischen Gefahren reingehen und zum Beispiel, ich nehme jetzt die Pestizide als Beispiel her, die damit binden hier drinnen und dann den Rest durchfiltern. Und wenn da dann noch Bakterien drin schwimmen, bleiben die im Filter hängen. Jetzt gibt es dann einen S2 und einen S3, die für unterschiedlichste Bereiche einzusetzen sind. Ich gebe da unten den Link zu den Produkten, schaut euch das an. Aber ich glaube auch, Kai Sagmann hat einmal ein Video dazu gemacht und der hat das auch gut erklärt. Ich will das jetzt gar nicht noch einmal tun. Das steht alles da drinnen. Der Punkt dabei ist, und das muss dir klar sein, du hast damit eine Waffe an der Hand, um breiter Wasser aufbereiten zu können. Aber das geht nicht ewig. Das ist hier kein Filter, das ist ein Absorber, das absorbiert ganz einfach. Es absorbiert zum Beispiel chemische Stoffe. Und irgendwann ist diese Kraft, ja, die Bindefähigkeit von der Aktivkohle und den anderen geheimen Zutaten erschöpft. Und dann kannst du das nehmen und in den Mistkiebel hauen.
Sawyer sagt, dass man das bis zu 1600 Mal einsetzen kann. Und wenn da jetzt fast ein Liter reingeht, ja, dann wären das im Endeffekt über 1000 Liter, ja, so ungefähr. Ja, ja. Nur, ich will es jetzt nicht auf das Milliliter genau haben. Ja. Hängt natürlich auch davon ab, wie hoch ist die Konzentration. Wie viel ist da drin? Was filtere ich? Filtere ich nur, also absorbiere ich, jetzt haben wir selber einen Fehler gemacht, absorbiere ich da jetzt nur Wasser, wo eh fast nichts drin ist, dann wird die Kapazität wahrscheinlich länger halten. Ist das nicht der Fall, wird es schneller dicht sein. Und das Problem dabei ist, bei diesen Dingen hier ist, und das muss uns auch klar sein, grundsätzlich bei Filter und beim Absorber, du hast kein direktes Feedback. Du weißt nicht, ob es jetzt noch funktioniert oder nicht, wenn du es im Langzeiteinsatz hast. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Dinger funktionieren angeblich und ich glaube auch, ich meine, ich habe das jetzt nicht im Labor getestet, aber ich glaube, dass Sawyer sich das irgendwie nicht traut, Kacke zu verkaufen. Das würde sich relativ rasch herumsprechen, besonders bei einer Firma, die doch so einen großen Namen mittlerweile hat, genauso wie Katadyn-Filter. Also wenn die Kacke am Markt bringen würden, dann wären die schneller weg als irgendein No-Name-China-Hersteller, der irgendeinen Müll verkauft auf Amazon. Und dann ganz einfach hergeht und nicht mehr Jingping heißt, sondern Chongbong. Ja? Und eine andere Farbe draufstreicht und ein anderes Logo und irgendwas ein bisschen ändert und denselben Müll wieder in den Markt drückt. Das können sie die nicht leisten. Trotz alledem, also ich bin mir sicher, dass es funktioniert, trotz alledem muss man halt auch da etwas wissen. Und das ist ganz einfach die Krux an der Sache. Bei Wasseraufbereitung muss man leider was wissen und so einfach ist die Sache nicht. Ich weiß, es ist ein fürchterliches Video. Tut mir leid, aber so ist die Wahrheit. Zumindest meine Wahrheit. Schreib mir du einen Kommentar, wie du das siehst. Schreib mal, ob du schon Erfahrungen damit hast. Ich werde den natürlich jetzt in den Langzeittest nehmen. Ich habe ihn noch nie eingesetzt. Also ich werde das jetzt tun und werde den jetzt ganz intensiv testen. Ich kriege auch S2 und S3, aber das dauert noch ein bisschen. Die sind momentan nicht lieferbar. Und ich werde dir berichten. Schreib mal einen Kommentar, das wäre nett. Daumen nach oben mag ich dich bitten, so wie immer, Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen, unten der Link zum Produkt und ein Kommentar, da wäre ich wirklich sehr dankbar. Dein René Rossmann, bis bald, ciao.